Morgen. Es ist 5.30 Uhr und gleich geht die Maschine nach Genf und ich bin überhaupt nicht müde. Ich bin hier in Genf und das sieht ziemlich verträumt aus, ja? Schön mit Wasser, wie an der Elbe, aber es ist eigentlich sehr ruhig. Ich frage mich, wo dieser Motorenlärm sein soll, ja? Wo die ganzen Autos sind, wo denn der Autosalon ist und vor allem, wo ich den CX-3 jetzt endlich sehe. Ich mache mich auf die Suche. In der Schweiz ist man ja angeblich nie mehr als 15 Kilometer von einem Gewässer entfernt. Naja, und Genf hat halt auch gleich den Genfer See. Und ich glaube, da hinten, da sehe ich auch schon was. Das Beste eigentlich an Mazda ist, man muss sich die Marken gar nicht angucken im Umfeld. Man muss eigentlich nur denken, wo stehen die meisten hübschen roten Autos? Und ich sehe schon das Schild, da sind wir goldrichtig. Heute Morgen in Hamburg eingestiegen und jetzt endlich in Genf für dieses wunderbare Auto, der CX-3. In einem wunderschönen Rot. Ich habe extra hier so ein bisschen farblich angepasst. Es passiert gleich was, was eigentlich alle sich hier wünschen, aber es darf niemand. Ich werde gleich mit dem Standchef aus der Schweiz, dem lieben Bastian, auf diese Bühne gehen, wo alle vorstehen und gerne rein wollen, aber sie dürfen nicht, und werde mich in den CX-3 setzen dürfen und dem Bastian ein paar Fragen zu dem Auto stellen. Da bin ich gespannt. Er holt jetzt noch Security. So, ich bin hier mit dem Bastian und draußen eine Menschentraube, die dieses Auto sehen will. Wir mussten schon Security holen, dass wir ein bisschen die Ruhe haben. Das ist der gute Bastian. Guten Tag. Ja. Und er spricht sogar Deutsch und nicht viel Deutsch, sagt er, aber er spricht eigentlich sehr gut Deutsch, ja? Das passt schon. Und wir sitzen im nagelneuen CX-3, ich kann es noch gar nicht glauben, ja? Genau, genau. Es ist ein Traum. Premiere. Premiere, Europa-Premiere von den CX-3 hier in Genf. Und überall draußen stehen die Leute rum und machen Fotos wie die Wilden, ja? Was ist denn das wirklich Neue an dem CX-3? Interieur ist unglaublich. Ich zeige das mal, ja? Ja, genau. Also mit Leder und so, diese kleine Ventile für Duft. Das ist wirklich der Interieur von CX-3, muss man live erleben. Man kann es nicht viel erzählen, aber man muss es live erleben. Und es wirkt sehr hochwertig alles, ne? Sehr viel Chrom. Ein Touch per Finger, so dass man es nicht anschauen muss. So, man weiß alles. Das funktioniert. Und der Wagen ist angeschlossen an die Batterie, aber wir können nicht alles benutzen, weil er dreht hier, ne? Genau. Aber wir können ein bisschen was sehen. Ich habe den Bastian extra gefragt, ob wir ein bisschen was anmachen können, ja? Guck mal, so sieht das aus. Und die Lüftung geht sogar. Absolut. Ich muss dich noch eine Sache fragen, als ich hier hingekommen bin und an dem Stand stand. Da war ein kleiner Junge und ich habe, vorne steht noch der Weiße, den zeige ich euch auch, den weißen CX-3. Und ein kleiner Junge hat zu seiner Mutter gesagt, das ist nicht der CX-3, so wie ich es kenne als Deutscher, sondern das wäre der CX... CX-3. Ja, es gibt nicht nur den CX-3, es gibt auch den CX-3. Ja, Hammer. Es ist ein super Auto. Super, vielen Dank, Bastian. Bitte. Hinweis. Schön. Das ist Genf, das bin ich, und der Flughafen ist 5 Kilometer weiter und ich muss dann irgendwie hinkommen. Und mein Flieger geht in
genau einer Stunde. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüsschen.